Stand. Zweimal ist das Spiel jetzt bereits schon abgebrochen worden wegen Einsatz von Pyrotechnik im Fanblock. Direkt aus der Einsatzbesprechung ist zu uns Stefan Alken von der Bremer Polizei gekommen. Herr Alken, haben Sie das Spiel im Griff? Das Spiel müssen wir glücklicherweise nicht im Griff haben. Da gibt es 22 Leute auf dem Platz. Aber alles, was um das Spielfeld umzu ist, das haben wir im Griff. Es sind ja mehrere hundert gewaltbereite Fans jetzt in der Stadt. Was für Schwierigkeiten sind das im Augenblick für die Polizei? Wenn rivalisierende Fans aufeinandertreffen, ist das für uns immer ein großes Problem. Deswegen ist unsere Herausforderung, diese beiden Fanlager voneinander zu trennen. Das tun wir unter anderem durch Sichtschutzzäune, wie sie hier stehen, und durch ganz viel Kommunikation. Wenn jetzt tatsächlich irgendwie die Lage noch brenzliger wird, haben Sie dann genügend Personal hier, um irgendwie flexibel reagieren zu können? Wir sind gut aufgestellt für diesen Einsatz. Wir haben sehr viele auswärtige Kräfte auch hier heute, sodass wir flexibel auch reagieren können auf verschiedene Situationen. So ist es uns auf dem Hinweg oder im Anfang des Spiels auch gelungen, Fans konsequent voneinander zu trennen. Und das ist natürlich auch unser Plan für den Rückweg. Kleinere Scharmützel hat es ja schon gegeben, eine eingeschlagene Scheibe. Sie kommen jetzt direkt aus einer Einsatzbesprechung zur Halbzeit. Was genau muss man sich denn darunter vorstellen? Ja, in dieser Halbzeitbesprechung kommen die jeweiligen Polizeiführer für die einzelnen Bereiche zusammen, tauschen sich aus, wo waren die Knackepunkte auf dem Hinweg, wo lief etwas nicht so gut, wo lief etwas gut. Und dann machen wir die Mannschaftsaufstellung für die Polizei sozusagen für den Rückweg. Genau, Rückweg. Wenn jetzt das Spiel zweite Halbzeit anläuft und zu Ende ist, was passiert dann hier in puncto Fantrennung? Genau da liegt auch für uns wieder die Herausforderung, die Fans auch da konsequent und deeskalierend voneinander zu trennen. Wir wollen nicht, dass Provokationen gegenseitig stattfinden, sodass wir durch diese Sichtschutzzäune, aber auch durch viele polizeibegleitende Kräfte die Fans voneinander trennen und die gerade die auswärtigen Fans, also die Gäste aus Hamburg, dann in die Busse verfrachten und sie mit dem Bus-Shuttle zurück zum Bahnhof bringen, sodass eine friedliche Heimreise stattfinden kann. Okay, und da am Bahnhof wird es vielleicht nachher dann noch mal ein bisschen spannend. Vielen Dank, Herr Alken, und zurück ins Studio.